Ja, moin moin Leute, was geht, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge bei Watch Dogs Legion. Danke fürs Einschalten, fürs dabei sein und ich hoffe natürlich, du hast Spaß in der heutigen Folge. Um das ganze Projekt zu unterstützen, kannst du einen Daumen nach oben da lassen. Denn Support ist ja kein Mord und diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, kostet dich auch nichts außer einen Klick und die Glocke natürlich nicht zu vergessen zu aktivieren, unterstützt mich, dieses Projekt und weitere Projekte. Das da ist der C2S Hub. Und den C2S Hub müssen wir heute intrigieren anscheinend. Roadkit ein. Zugangsgewehr zum Ansehen gedrückt halten. Wenn du das hörst, heißt das, du möchtest mehr über 404 erfahren. Wissen, was wir wissen. Tun, was wir tun. Begib dich zum Walkie-Talkie-Club. Es ist nicht gerade ein Geheimnis, dass er nur eine Fassade für Clan Kelly ist. Aber da gibt es noch andere Geheimnisse. Vor Ort erfährst du mehr. Der Hub hat gerade eine Riesenmenge Daten an deine Optik geschickt. Wie dreist. Wie dreist. Er hat so gesprochen wie... Ich kann es nicht machen. Ich kann es nicht nachmachen. Ich wollte es gerade echt nachmachen, aber es geht einfach nicht. Das ist das... Ja, das ist... Nee, ich lasse es lieber. Creepy, 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 Mann. Die Technik in Watch Dogs Legion. Einfach unfassbar. Das Unfassbare. Wie weit ist denn das eigentlich entfernt? Boah. Okay, dann machen wir mal eine Schnellreise, okay? Bis gleich. Alter, entspann dich doch mal. Du kriegst, was du verdient hast, Alter. Wenn man sich zugesoffen hat, ist das nicht dein Problem. Ich glaube, da vorne müssen wir auch nicht mal unseren Kollegen mal retten, ne? Kann das sein? Ich glaube, der ist im Krankenhaus. Oder? Ah ne, der ist... Oh. Im Sperrgebiet. Albion. Müsste ich normalerweise Code Gate machen. Konkret machen, denn... Werde ich hier drin etwas finden? Na gut, Glück gehabt, dieses Mal. Das ist die letzte Warnung. Ergib dich. Alter, ich hab gar nichts gemacht, Mann. Entspann dich mal. Alter, entspann dich mal. Dringende Durchsage. Möglicher Feind an ihrer Position. Alter, was soll denn der Scheiß? Inzwischen solltest du Fenchurch Street 20 erreicht haben. Der Walkie-Talkie Club befindet sich im Gebäude ganz oben. Da kommt man nur mit dem Aufzug hin. Okay. Alter. Ups. Oh, das war nicht meine Absicht. Alter. Alter. Alter, ich will nichts mit dir anfangen. Entspann dich mal, Brauner. Aua! Oh. Verpiss dich. Alter, ich habe kein Problem mit dir. Du dumme Sau. Ey, ist doch krank, dieser Typ, mal. Aus Versehen eine falsche Taste gedrückt. Sorry, Mann. Dass ich nur mal mich verdrücken kann. Ah, das weißt du ja nicht. Ist ja für dich alles real, ist alles normal. Bin ganz normal. Du hast den Walkie-Talkie-Club erreicht, wo diejenigen mit mehr Geld als Verstand beides verlieren. Der Walkie-Talkie-Club wird von allen möglichen Mitgliedern der korrupten Elite frequentiert. Und die Besitzer, Clan Kelly, haben vor Ort eine KI, die Erpressungsmaterial sammelt. Finde diese KI, damit wir mit eigenen Augen sehen können, was dieser korrupte Abschaum zu verbergen hat. Junge, was ist denn das hier? Alles Geld hier. Okay. Wir müssen eine Etage runter. Auf dieser Etage sind wir richtig. Ich glaube hier rein? Nein, geht ja gar nicht. Natürlich komme ich da rein. Ganz ehrlich. Wie soll das gehen? Oh,
Greif auf die Gesichtserkennung KI zu. Ja, okay. Ich glaube, da muss ich irgendwie mit. Aha. Wie komme ich da hin? Gibt es nicht noch eine weitere? Ja, wie komme ich da hin, Mann? Es ist genau da drinne. Aufzug benutzen? Nein. Muss ich dafür da oben irgendwie rein oder so? Hä? Geheimer Eingang oder so? Wie komme ich denn da rein? Spinneninteraktion, ja, große Klasse. Ich habe keine Spinne, Mann. Dafür brauche ich einen anderen Kollegen. Scheiße, Mann. Dafür brauche ich sie. Okay. Da sind wir. Ah, direkt hier am Einsatzort, vor Ort. Und hier müssen wir gucken, mal hier haben wir Spinnenaktion. Ja, alles easy. Hä? Wieso bin ich denn plötzlich jetzt hier? Wie komme ich denn jetzt? Kriege ich denn diese eine? Ich brauche einen Controller dafür. Sonst geht das hier nicht. Genau. Da. LB drehen. Vielleicht so. Ich glaube, wir müssen das. Ich muss mal Kameraperspektive wechseln oder so. Ich habe keine Ahnung. Wo ist denn die andere Kamera? Da. Genau, hier führt das Ding hin. Ich glaube so. Ne, so rum. So rum. Ne. So rum. Ja. Das muss so rum. Da kann ich drauf scheißen. Jetzt wird es einer anderen Kamera. Ist korrekt. Und hier befinden wir. Warum ist hier nichts? Wie soll ich das bitte schon hacken? Ja. Wo führt dieses Ding hin? Irgendwo draußen oder was? Hä? Da muss ich echt nach oben. So, was gehen wir nach oben? Und brauchen die Spinne. Die Tasten vom Controller kenne ich jetzt nicht. Dafür brauche ich die. Drei. Okay.
Muss ich hier hin? Tja, du hast hart gearbeitet und bist dran geblieben und jetzt haben wir nichts. Die KI ist gar nicht hier. Nur ein Relais, das die Daten aus dem Club nach draußen schickt. Ich finde raus, wohin, und du findest raus, wie du aus diesem lauten, widerlichen Drecksloch kommst. Deal? Deal. Bingo. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und die Gesichtserkennungs-KI stammt wohl von BrokerTec. BrokerTec? Das ist eine der größten Softwarefirmen der Welt. Die machen sich nie die Finger schmutzig. Wenn die Erpressungsmaterial von den Kellys kaufen, ist das eine große Sache. Alles, was die KI hier sammelt, landet direkt in der Zentrale von BrokerTec. Um die Daten zu bekommen, müssen wir dahin. BrokerTec erreicht. Marktführer bei innovativer Software- und KI-Technologie. Gegründet von CEO Sky Larsen mit gerade mal 25 Jahren. Das nenne ich Ehrgeiz. Hier packen Sie also das ganze Zeug hin, bei dem unsere Optics uns aufnehmen. Das sollten wir alles online stellen. Natürlich mit Ausnahme von meinem Kram. Ich nehme an, das ist genau das, was unsere 404-Freundin im Sinn hat. Alles klar, kriege ich hin. Lösche die KI BrokerTec. Wie komme ich da hin? Ah ja. Okay, wir haben hier ein paar Sachen zum Hacken. Dann brauchen wir das zum Deaktivieren. Bingo. Ach, Scheiße. Oh, willst du mich verarschen? Das ist ein... kein erlaubter Durchgang, okay? Das ist natürlich... ja, miserabel. Das habe ich nicht gedacht. Dass ich nicht rein darf. Das wusste ich nicht. Sorry, Mann. Mich gar nicht rein. Scheiße. Was ist denn das? Brauche ich dafür vielleicht? Ja, okay. Wir brauchen dafür unseren Spiderbot. Zack, zack. Und kapern. Geht das nicht? Egal. Zugangspunkt, okay. Oh, Scheiße. Ah.
Warte, bin gespannt, was den Alarm ausgelöst hat. Deaktiviert die Späne sofort. Alter, du dumme Sau. Das ging auch nochmal gut. Bin unter Beschuss. Was schießt denn noch? Das endlich? Wer wo? Ich sehe keinen. Ich muss nachladen. Brauche Verstärkung. Ich gehe in Deckung. Ich sehe kein Schwein. Ich werde mal nachsehen. Ach, die ist da unten. Egal. Ich brauche meine Spinne. Ich brauche hier Verstärkung. Los, los, los. Bla, bla, bla. Also das Zeug hier. Okay. Dann müssen wir das so machen. Okay, entsperren. Ja. Mich nicht hoch. Da oben ist irgendein Fehler. Also komme ich mit der Kamera nicht. Knicken. Es sieht so gut aus. Okay. Ich habe das ganze Erpressungsmaterial und
Meine Güte, sind Menschen widerlich. Wie ist dieser Politiker, der so auf Familienwerte pocht, wohl findet, wenn seine SM-Sessions öffentlich werden? Ach, finden wir es doch einfach raus. Das Material ist jetzt geleakt. Sehr schön. Ja, da ist ein Spider-Bot. Hätte ich auch mitnehmen können, ey. Moment mal. Da fällt mir gerade was ein. Hätte ich schon mitnehmen können? Nein. Nicht mitnehmen. Kapern. Genau. Tja, zu bisschen Krypto sag ich nicht nein. Ich wollte sagen, dass es ein undankbarer Job ist. Aber jemand hat uns gerade ein Video namens vielen Dank.mp4 geschickt. Also ist es wohl ein dankbarer Job. Zeig ihn mir. Das war dein erster Auftrag für 404. Das erste Peer-to-Peer-Aktivisten-Netzwerk im Dark Web. Es ist mein Netzwerk. Ich vergebe die Aufträge. Mehr musst du nicht wissen. Ich bin niemand. Ich bin Naut. Und ich bin mit seiner Optik verbunden. Also sehen wir mal, wer du bist. Moment. Bist du von DedSec? Oh, das ist verdammt cool, Mann. Ja, schon besser. Das Glück ist uns heute hold, DedSec. Die Welt ist am Arsch. Aber wir können die Dinge in Ordnung bringen. Ich bin im Somerset-Haus und überwache Aufträge. Komm dahin. Wir reden. Bis dann. Das war ja gruselig. Bikes, bis dann. Wer genau war das? Ich habe Nauts Namen und Gesicht durch die üblichen Datenbanken gejagt und das Ergebnis war nichts. Oh, Naut. Okay, ich hab's kapiert. Wir denken nicht ernsthaft darüber nach, uns mit dieser Dark Web-Troller zu treffen, oder? Meiner Ansicht nach ist es das Risiko wert. Sie scheint ein echter DedSec-Fan zu sein. Und ich hab sie lieber zum Freund als zum Feind. Wenn sie nicht zu Zero Day gehört, weiß sie vielleicht, wer es tut. Und wenn sie zu Zero Day gehört, ist es vermutlich eine Falle. So oder so, wir kriegen neue Informationen. Definitiv. Dann mal los. Ja, dann mal los. Ich guck mal eben kurz mal eben nach der Zeit, wie viel Uhr. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich markiere sie auf deiner Karte. Okay. Ich muss eben gucken, wie viele Minuten wir schon haben. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Park. Nächsten Park, jo, wahrscheinlich im nächsten Part. Haut rein, lasst natürlich ein Dummchen, wenn es euch gefallen hat. Ihr kennt das ganze Spiel, Support ist kein Mord. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Ich sag ciao, ciao.